in die Biotech-Branche. Prometheus wurde jetzt übernommen oder wird wahrscheinlich übernommen, in dem Falle von Merck, der Firma. Die ja, möchten ungefähr 11 Milliarden Dollar dafür bezahlen. Und was man aber wieder sieht, dass in den letzten Wochen, und das hat man, glaube ich, in vielen größeren Konzernen gekommen, ob es jetzt Merck ist, ob es jetzt einer der anderen großen Player ist, dass die Gesundheitsbranche sich gerade so ein bisschen konsolidiert und diese günstigeren Kurse von vielen Firmen genutzt werden, um auch einzukaufen. Und ja, man merkt, da ist wieder mehr Schwung drin in Sachen Übernahmen in der Gesundheitsbranche. Die Aktie, wie gesagt, dadurch auf 70% gestiegen, weil man natürlich an diesen Übernahmepreis dann heran Wenn du gerade bei geht. Übernahmepreis ist, die Woche, glaube ich, am Sonntag schon raus und am Montag früh, Software AG. Kommen wir gleich Ach noch so, zu, genau, wow, absolut okay. richtig. Ich sehe ja, ich bin nicht informiert, aber. Kommen wir gleich noch zu. Vorher gucken wir uns Südzucker an. Die haben neue Ergebnisse geliefert und das kriegt man teilweise vielleicht gar nicht so mit, aber der Preis für Zucker ist extrem gestiegen in den letzten Monaten und davon profitiert das Unternehmen. Ja, hat eine neue Prognose dementsprechend auch rausgegeben, Dividendensteigerungen rausgegeben. Die Aktie fand super, die Aktionäre fanden super, 13% im Plus. Und ja, insbesondere auch die Landwirte freut es, denn die haben einen großen Anteil hier an Südzucker. Absolut. Wir gehen nochmal weiter, gucken uns Mercedes-Benz an. Einen Titel, den wir hier auch schon ein paar Mal besprochen haben. Ausbau tatsächlich in wichtigen Segmenten, also mehr Autos, besseres Geschäft mit Transportern. Und die Margen sind sogar über den Erwartungen gewesen. Also man hat zwar verschlechterte Margen erwartet, das ist auch passiert, aber sie waren immerhin besser, als man gedacht hätte. Und darauf ist die Aktie halt Ja, und gehen ja in 3% dieses gestiegen. AMG-Segment und Genau. High-End-Bereich. Genau, weiter Ausbau im Luxussegment. Ich finde das ja persönlich ganz spannend, weil man damit sich ein bisschen differenziert von diesen vielen kleineren oder jetzt auch größeren Massenautobauern und ja, man geht wirklich mehr noch in dieses Luxussegment hier rein. Netflix hat auch Quartalszahlen gebracht, hat enttäuscht, kann man so sagen. Der Gewinn ist zurückgegangen. Man lag auch deutlich unter den Zahlen der möglichen Neukunden, die man akquirieren möchte. Das heißt, man hat ja immer so seine Ziele, möchte immer wieder ein paar Millionen mehr Abonnenten gewinnen. Das hat man nicht geschafft. Netflix hat es auch direkt gut begründet, hat gesagt, ja, das liegt daran, dass wir gegen dieses Account-Sharing gerade vorgehen. Das heißt, gerade kündigen viele, die halt sagen, hey, ich möchte es nicht mehr mit 5 Leuten teilen. Auf der anderen Seite sagt Netflix halt, diese Leute kommen irgendwann wieder zurück, weil sie dann andere Modelle vielleicht wählen oder doch Netflix vermissen. Heute habe ich es wieder gehört, Netflix eigentlich einer der beliebtesten Streaming-Anbieter Ja, überhaupt. und die anderen Netflix. kommen da also Genau, kommen also nicht mit. dran an diese Genau. Zahlen. Also Walt Disney Plus, zwar gute Zahlen, Genau, aber gute Abonnentenzahlen, aber die Nutzung liegt deutlich hinter der von Netflix. Und das ist halt schon ein Steckenpferd, wo Netflix sagt, die kommen schon irgendwann wieder zurück. Dann haben wir das, was Carlos angesprochen hat, die Software AG. Wird übernommen jetzt vom Investor Silver Lake. Der hat aktuell schon ungefähr 9 bis 10% der Anteile an der Software AG, möchte das Unternehmen jetzt komplett übernehmen und damit auch von der Börse nehmen. Soll rund 2,2 Milliarden Euro kosten und daraufhin ist auch da die Aktie in Richtung Übernahmepreis gestiegen, 50% gestiegen und ja, geht wahrscheinlich auch durch, da es jetzt auch keine riesige Übernahme ist. Zuletzt hat SAP eigentlich ganz gute Zahlen geliefert. Die ja, sind ja immer dabei, gerade weiter umzustellen von so in ihrem klassischen Softwaregeschäft, wo man viel Software an Großunternehmen verkauft hat. Ähnlich wie bei Microsoft kann man so sagen, auch die shiften jetzt rum in so ein Abo-Modell, genauso wie es jetzt Office-Pakete als Abo gibt, gibt es auch SAP-Systeme als Abo-Modell. Und das Segment läuft tatsächlich sehr gut. Mittlerweile fast 50% der Umsätze kommen aus diesem Abo-Modell und das freut die Aktionäre eigentlich. Da ist die Aktie am Anfang auch bergauf geschnellt, aber dann wieder doch gefallen leicht. Glaube grundsätzlich aber sehr solide Zahlen, die dort geliefert wurden. Gucken wir noch rein, geben noch mal ein Update zum eurem Mitgliederdepot. Ihr wählt da ja immer Titel aus, die wir hier vorstellen und dürft euch sie in euer eigenes Depot wählen. Und letzte Woche gab es ja Teamviewer-Aktien, die wir uns mit dazu gekauft haben.
Ich habe gerade von Doris im Chat gelesen, die Aktie ist ja heute stark gestiegen. Ist da denn noch Luft nach oben, Doris? Das kann ich dir natürlich nicht verraten, ob da noch Luft nach oben ist. Wir sehen hier tatsächlich noch den letzten Wert, also ohne diesen großen Impuls, den es dort nach oben gab. Ich glaube, grundsätzlich ist man da in einem positiven Momentum. Momentum ist immer ein guter Indikator für Aktientitel, eines der stärksten Indikatoren. Wenn man sich aber so eine Aktie zulegt, und das haben wir jetzt in der letzten Woche gemacht, und wir sind ja hier im Investmentbereich mehr vertreten als im Tradingbereich, dann halten wir natürlich, wenn diese Aktien länger, und glauben natürlich auch an mehr Potenzial noch als das, was gerade an den Märkten sich kristallisiert. Nichtsdestotrotz ganz positives Momentum. Viele der anderen sind auch so ein bisschen wieder zurückgekommen. Vonovia kämpft ja immer noch mit den stärkeren Zinsen. Auch BioNTech kommt immer weiter unter die Räder und muss so langsam sich überlegen, wann haben wir erste Erfolge. Grundsätzlich hat man aber, wir haben es ja schon mal angesprochen, extrem viel Cash auf der hohen Bank und hat sehr viele Möglichkeiten, hier weiter zu forschen. Wird denn irgendwann hier gehatcht bei einer Verlustposition oder wird die rausgeschmissen? Hast du dann irgendwie... Das ist ja nicht unser Depot hier vom Traders Club, sondern das ist das Depot der Mitglieder. Da müssen die Mitglieder hier mal und auch die Gäste natürlich gerne mal bekannt geben, ob ihr hier neue Depots starten wollt, hedgen wollt, verkaufen wollt. Wir können gerne auch mal so ein Quartalsreview hier über die Titel machen und dann werfen wir mal die raus, die ihr nicht mehr so gerne sehen wollt. Wir gehen weiter und ich habe es gerade eben mal angesprochen, wir schauen uns heute die Sogo Shoshas an. Und die Sogo Shoshas sind quasi große Handelsunternehmen der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt und das sehen wir hier. Wir haben Japan hier auf Platz 3, natürlich mittlerweile USA, China, die deutlich weiter vorne liegen. Ich glaube, Indien müsste auch weiter oben sein, ne? Ja, oder? Indien liegt ja unten. Die sind gerade auf so einem aufsteigenden Ast, das ist nämlich das nominale quasi BIP. Die kommen aber jetzt, man sieht es ja auch in diesem Momentum hier, es sind ja auch Zahlen von 2020 auf 2021. Ah, Schnee von gestern, die sind glaube ich schon, was ich gehört habe, dritter Stelle oder vierter irgendwie so. Aktuell ist Japan, wie gesagt, noch auf dritter Stelle. Drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, profitiert natürlich auch von der Nähe zu China und den USA, liegt so in der Mitte, war schon immer wichtiger Handelspartner, ist eigentlich ein relativ kleines Land, hat 125 Millionen Einwohner, also noch eine Ecke größer als Deutschland, die ja auch hier immer wieder weitere Plätze verlieren, aufgrund ihrer Größe insbesondere auch. Und seitdem ich denken kann, niedrige Zinsen. Genau, absolut, absolut. Ich glaube, eines der einzigen großen Nationen, die noch immer keine wirklichen Zinsanstiege verbuchen, die auch immer noch keine signifikanten Inflationsanstiege verbuchen, muss man so sagen. Grundsätzlich, wie gesagt, profitiert aber Japan sehr stark von der Nähe zu USA und zu China. Machen sehr viel Handel in viele Richtungen, profitieren auch ähnlich wie Deutschland von einer sehr positiven Handelsbilanz immer. Das heißt, wir produzieren, exportieren, verkaufen und das ist so das große Geschäft von Japan. Zusätzlich muss man sagen, hat man natürlich eine sehr stabile Währung, du hast es gerade eben angesprochen. Der Yen galt so ähnlich wie die Schweiz immer als ja, der sichere Hafen. Da ist man hingeflohen, wenn man doch, ja, Angst vor zu viel Unruhen hatte, ja. Und davon hat das Land auch sehr stark profitiert. Das heißt, man hat nach dem Dollar und dem Euro die drittgrößte und sicherste Währung eigentlich. Und ja, das ist einfach so ein grundsätzlicher Effekt, von dem Japan profitiert. Man muss sagen, wenn man sich so die Historie der Aktienmärkte anguckt, dann hat man einen sehr starken Boom gehabt, sogar noch vor der Dotcom-Zeit, wo Japan extrem in die Höhe geschnellt ist. Dann gab es so einen Einbruch und so richtig erholt hat man sich noch nicht so wirklich von diesem Momentum. Man hat immer noch ziemlich niedrige KGVs, obwohl man eigentlich ja eine sehr langsame, aber stetig wachsende Wirtschaft auch hier hat. Und ja, Teil dieser großen Unternehmen, die diese Wirtschaft darstellen, sind halt diese Sogo Shoshas. Und wir wollen uns heute mal drei davon angucken. Wie kommen wir überhaupt darauf? Ja, Warren Buffett, Berkshire Hathaway hat da jetzt in der letzten Zeit immer wieder mal Anteile dazugekauft, Anteile erhöht. Er ist ja dafür bekannt, quasi ja, günstige Unternehmen zu suchen. Und das sind ziemlich günstige Unternehmen. Und er hat ziemlich große Positionen in seinem Portfolio. Doris lässt grüßen, schreibt hier schon. Ja. Genau, und deswegen schauen wir mal rein. Wir starten mit Mitsubishi, der Mitsubishi Corporation, nicht zu verwechseln mit dem Autobauer Mitsubishi Motors. Die gehen zwar alle auf das gleiche Unternehmen ursprünglich zurück, die Mitsubishi Group, sind aber mittlerweile halt eigenständige Unternehmen. Ja, und auch
ja, die Mitsubishi Corporation ist quasi ein eigenständiges Unternehmen. Die sind teilweise immer so, all diese Häuser vor 100, 150 Jahren gegründet worden, haben sich immer mehr und mehr Teilbereiche der Wirtschaft unter den Nagel gerissen, kann man sagen. Und ja, so ist es auch bei der Mitsubishi Corporation. Wir gucken hier gleich mal rein, was die eigentlich so machen. Und da wird schon ziemlich deutlich, warum diese großen Handelshäuser denn so einen großen Teil der Wirtschaft darlegen. Denn wir sind sehr breit aufgestellt. Also wir haben hier Gas, wir haben Metalle, wir haben Öl, wir haben Mineralien, wir haben Industrie, aber auch, wir haben Automobil, wir haben auch in der Ernährungsindustrie, im Konsum, wir haben Chemikalien. Also wir sind sehr breit aufgestellt und was eigentlich gemacht wird, ist, vor langer Zeit sehr viele Dinge zu importieren, teurer zu exportieren, wieder klassisches Handelsgeschäft in sehr vielen Segmenten. Was man jetzt auch immer mehr und mehr macht, ist Eigenproduktion, um die Margen zu bessern, um mehr Wachstum zu erzeugen. Was aber hier so spannend ist, dass die Unternehmen halt extrem breit aufgestellt sind und eigentlich so ja in den Gesamtwirtschaftswachstum nicht nur in Japan, sondern eigentlich so im gesamtasiatischen Raum darstellen. Denn von diesen Soko-Shoshas gibt es eigentlich nur 7 Stück in Japan. Und ja, das hier sind so die größten, die auch den größten Teil der Wirtschaft darstellen. Und wir gucken mal auf den Snapshot und auch da sehen wir, dass ja, diese Unternehmen extrem günstig eigentlich bewertet sind. Wir sehen es hier unten, wir haben eine KGV von 6, ein Kursumsatzverhältnis von 0,3. Wenn wir ja sonst über solche Unternehmen gucken, insbesondere Unternehmen, die ja eigentlich so ein sehr stetiges, langfristiges Wachstum haben, die eine Dividendenrendite von 3,6% haben, die stetig Dividenden steigern, die positive langfristige Einnahmen haben, dann spricht man oftmals von deutlich teureren Unternehmen. Und ist gut Das gelaufen schon dieses Jahr, ne? Wenn ich da sehe. genau, gut gelaufen dieses Jahr, auch gut gelaufen im letzten Jahr. Der Warren Buffett-Effekt oder? Ja, ich glaube nicht nur der Warren Buffett-Effekt, tatsächlich profitieren die Unternehmen halt zu großen Teilen auch von steigenden Rohstoffpreisen, Okay. Metalle und da hatten wir einfach einen Anschwung wieder nach so einer Corona-Delle und man versucht sich halt genau breiter aufzustellen und die asiatische Region profitiert halt aktuell auch so ein bisschen überproportional gegenüber vielen anderen Weltregionen. Man muss zwar ab und zu mal so ein bisschen was im Gewinn einnehmen, aber eigentlich hat man relativ konstantes Wachstum auch. Jetzt hier mal ein bisschen stärkeres Wachstum. Wir haben natürlich keine hohen Margen, wir sind ein Handelsunternehmen, aber ich habe es gerade eben angesprochen, in den letzten 10 Jahren kein Tag quasi gewesen ohne Gewinne oder kein Jahr ohne Gewinne. Und ja, es ist eigentlich bei all den Unternehmen tatsächlich relativ ähnlich. Wir haben ein positives Momentum. Wir haben hier in dem Fall jetzt einmal Itoshi oder Itoshu. Ähnlich großes Unternehmen, auch ähnlich starkes Wachstum, auch wenn wir hier mal in diese breite Diversifikation reingehen. Das heißt, wir haben Textile, Maschinen, Metalle, Energie, Essen, also auch sehr breit aufgestellt und es wird auch vom Unternehmen immer so ein weiteres konstantes Wachstum eigentlich prognostiziert. Mal ein bisschen langsamer, mal ein bisschen schneller, auch man wächst in verschiedenen Bereichen. Was hier aber gut zu sehen ist, dass halt Bereiche in verschiedenen Phasen immer wieder stärker sind. Und das ist ja das, was wir auch in unserem Gesamtportfolioaufbau uns immer angucken. Das heißt, es gibt immer wieder Bereiche, bei denen wir sagen können, die sind einfach in dieser Wirtschaftsphase besser als die anderen Bereiche. Wir haben zum Beispiel Luxuskonzerne, die gerade erstaunlich gut laufen. Dafür funktionieren viele Sachen so im mittleren Segment nicht mehr so gut. Viele Leute geben nicht mehr so viel Geld, gerade für Computer aus, für Sportschuhe, Nike und so, die haben zu kämpfen. Günstige Sachen funktionieren wieder und wir bilden hier in diesem Segment eigentlich halt alles ab. Neben Konsum auch Gesundheit, wir haben Essen und ja, wenn wir auf den Snapshot gucken, sehen wir ja auch was relativ ähnliches. Es ist ähnlich groß, das Unternehmen. Wir haben eine Dividende, die ähnlich hoch ist, ein bisschen teurer bewertet. Wir haben jetzt hier einen Kurs KGV von 8. Wir haben dafür ein bisschen bessere Margen. Wir haben hier auf beiden Seiten diesmal ein Umsatz- und Gewinnwachstum gehabt. Das Unternehmen ist noch ein bisschen älter, ist aber auch sehr ähnlich gelaufen. Also man sieht hier sehr große Parallelen und ich glaube, das wird auch ein bisschen deutlich, wenn man sich die Investments von Warren Buffett anguckt. Der ist nämlich genau in all den Unternehmen eigentlich mit gleichen Positionsgrößen aufgestellt, die wir uns hier anschauen. Er hat sogar 5 davon und baut da einfach regelmäßig seine Anteile weiter aus und möchte da bis zu 10% irgendwann Wow. ja, an Anteilen haben und in seinem Portfolio. Und das sieht man schon, ja, sich das auch gleicht und wie eigentlich auf so eine gesamtbreite ja, asiatische, japanische, günstige, wachsende Wirtschaft setzt. Der letzte Kandidat ist hier Mitsu.
auch tatsächlich sehr ähnlich. Man kann sich das jetzt auf einzelnen Bereichen angucken, wo wachsen sie stärker. Ist vielleicht ein bisschen weniger breit aufgestellt als die Konkurrenz. Wir sehen ja auch ein bisschen weniger Bereiche, sind sehr stark auch in diesem Mineral- und Energiegeschäft unterwegs. Ein bisschen weniger in diesem Food-Bereich, dafür ist man so im Lifestyle-Segment unterwegs. Und das sieht man auch hier, wenn man sich den Snapshot anguckt, dass die sehr positiv auch waren, die Zahlen. Aber auch hier einen KGV von 6, Kursumsatzverhältnis von 0,5. Also wer auf der Suche ist, vielleicht nach günstigen japanischen Unternehmen, die eine hohe Beständigkeit aufweisen, der sagt, ey, ich interessiere mich vielleicht für den asiatischen Raum, für den japanischen Raum. Ich weiß aber nicht so genau, welche Unternehmen ich mir da anschauen sollte oder wie ich da einen guten Einstieg bekomme. Der sollte sich diese Unternehmen zumindest mal angucken, mal einen genaueren Blick drauf werfen, weil man greift einen ziemlich großen Teil an. Man hat relativ, muss man sagen, wenig Risiko im Verhältnis, weil man doch sehr große, breit aufgestellte Unternehmen hat, die relativ günstig bewertet sind. Man kriegt noch ein bisschen Dividende. Man muss natürlich immer noch beachten, es gibt ein Wechselkursrisiko gegenüber dem Yen. Das ist meistens relativ gut abzuschätzen, das existiert aber noch zusätzlich. Das ist wie bei als Euro-Investor auch in den USA. Kann man ja eine Forex-Position in seinem Trading-Konto Genauso eingeben. kann man es zum Beispiel machen. Also ihr kennt das Spiel, das sind die drei großen Unternehmen und ich werde jetzt hier mal die Umfrage starten. Ihr dürft gerne einmal abstimmen. Ihr habt die Umfrage bei euch bekommen. Das heißt, entweder wir kaufen eines der drei Unternehmen, wir kaufen alle drei oder keins davon. Ihr dürft euch gerne entscheiden. Ich lasse die Umfrage mal durchlaufen und wir gehen währenddessen in das, was Carlos gerade eben gesagt hat, nämlich in die nächste Woche. Und es ist einiges los. So heute geht es schon mit Volldampf voraus. Wir haben Microsoft, wir haben Alphabet, McDonald's, Pepsi, wir haben Meta, Hilton, also Namen, die man wirklich kennt, die sehr groß sind, die viel bewegen können. Thermo Fisher, ServiceNow, auch Amazon, Intel. Lilly steht bevor, AbbVie steht bevor, haben wir ja auch in der letzten Woche in der Investmentwerkstatt viel drüber gesprochen. Chevron, ExxonMobil, also die Ölkonzerne auch, Cameco auch in Richtung Uran gucken wir uns viel an. Also die breite Wirtschaft wird quasi einmal abgedeckt von Tech über Essen, über Hotellerie, über Öl. Also ich glaube, da wird sich einiges an Bewegung zeigen und dann Weißt du, wie zeigt sich Cola auch die Bilanz. rausgekommen ist? Wie Coca-Cola? Wie bitte? Wie Coca-Cola rausgekommen ist mit den Zahlen? Ich glaube, die waren gestern. Ja, also das muss man sich mal angucken, jetzt im Vergleich zu Pepsi. Ich habe es noch nicht in der Tiefe gelesen. Okay. Ist aber genauso spannend. Genau, Teil auch der Woche ist absolut richtig. Schauen wir nochmal in die Termine, die auch anstehen. Also neben den Quartalszahlen haben wir natürlich noch einige Termine. Wir haben Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in den USA. Wir haben Zinsentscheide. Gut, auch aus Japan. Wie gesagt, man sieht hier, da wird sich wahrscheinlich nicht allzu viel tun. Auch Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes in der Eurozone, da hofft man natürlich, dass es so ein bisschen positive Effekte wieder gibt. Und wir haben die Konsumerwartungen in den USA, ist ja auch immer ein guter Indikator, wie es so der Gesamtwirtschaft einmal geht. Eine Sache müssen wir noch besprechen. Eigentlich ist ja Donnerstag geplant gewesen, der Intensivkurs Aktien. Letzte Woche mussten wir Letzte Woche verschieben. ist verschoben. Leider ist Christoph immer noch krank und dementsprechend, ihr habt es ja durchgeschrieben, ist auch der Termin an dieser Woche, dass er nicht stattfinden wird. Wir sind schon auf der Suche nach einem neuen Termin, aber auch an einem Termin, den wir euch genau sicher zusagen können, damit ja, Christoph dann auch wieder fit ist und das Ganze in vollen Zügen mit euch ja, durchführen kann. Er hat eine Nichtsdestotrotz. Erkältung. Genau. Ich habe mit ihm gestern gesprochen. Ihm geht es besser, aber die Stimme ist halt noch nicht da. Und das wäre für euch ja auch nicht so schön, wenn da jemand sitzt, Genau so ist es. ständig verschnieft und die Stimme geht dann weg. Ja. Wir wollen da ja richtig was schaffen. Wie gesagt, 5 Stunden sind das Da Intensiv-Workshop. brauchst Das du eine ist feste Stimme. Power. Und wer sich das Ganze nochmal angucken will, auch für die Gäste, die da sind, wir haben hier oben die Buchungsplattform und auch das als Geschenk natürlich für die Mitglieder. Jetzt muss ich alle nochmal hinweisen und zu sagen, ihr müsst nochmal abstimmen, denn wir sind auf einem ja, ziemlich harten Kampf hier zwischen Unternehmen. Also das gerne nochmal an der Umfrage hier teilnehmen und wirklich zu sagen, wer von denen ist denn am Ende derjenige, den wir kaufen. Wir haben einen harten Kampf hier, kann man so sagen. Was steht die Woche hier noch an? Wir haben
Den Aktienbasiskurs, der startet wieder diese Woche Donnerstag im Real-Life-Format am 27. mit dem ersten Teil Rendite und Geldanlagen. Also da geht es wieder von vorne los für alle, die sich da reinklinken möchten. Das heißt, Intensivkurs gibt es nicht, aber Basiskurs, der natürlich noch umfassender ist, der startet wieder. Und wir haben nächste Woche natürlich wieder Investmentwerkstatt. Da geht es weiter los. Carlos, wir haben einen sehr knappen Kampf. Es sieht tatsächlich so aus, als würden wir entweder Mitsubishi oder alle drei kaufen. So richtig können sich hier unsere Mitglieder nicht entscheiden. Dann machen wir doch komplett Sushi. Nein. Ich lasse es nochmal ganz kurz offen. Ihr habt noch kurz Zeit natürlich, um Fragen zu stellen. Wenn noch Fragen offen sind, immer gerne. Und ansonsten, Carlos, was hältst du von den Unternehmen? Spannend, nicht spannend? Ich hab meine Voting abgegeben. Firma Nummer 2. Okay, ich glaube, das war Itoshu. Ja. Itoshu. Mitsu, oder? Mitsu. Mitsu war Nummer 3, genau. Mitsu Nummer 3. Itoshu, genau, Itoshu. Sehr schön. Sehr cool. Also vielen, vielen Dank, war wieder spannend. Und diesen Wege nochmal an Christoph, der jetzt wahrscheinlich auch zugehört hat. Gute Besserung von uns allen. Ja, und du machst auch gleich. Du bist auch ein bisschen. Ja, meine Stimme kratzt auch ein bisschen. Also ich versuche durchzuhalten. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Es sieht so aus, als würden wir alle drei kaufen oder Mitsubishi. Ich werde gleich nochmal zum Ende reinschauen. Und wir sagen bis dann. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 11 Uhr geht's weiter, ne? 11.